Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zu einer neuen Folge der IASC 25 Ingolstadt-Karriere. Und ja Leute, neue Saison, neuer Dominik, ich bin wieder ein bisschen besser gelaunt für diese Saison. Ich habe richtig geile Ziele, ich will aufsteigen. Mal gucken, was der Vorstand denn so sagt. Verkaufe zwei Spiele, verpflichte zwei wichtige Spieler als Ersatz, beende Saison mit vollständig ausgegebenem Transferbudget, erreiche 20 Siege in der Liga. Das heißt dann, dass sie auf jeden Fall aufsteigen wollen. Achtelfinale erreichen, Ligameister werden, das ist unser Ziel. Na, guck mal, da ist die Priorität sehr hoch. Wenn wir das nicht erreichen, wären wir schon längst rausgeworfen, ne? Wir haben Scouting-Aufträge. Was ist das? Ah, genau, das hier. Ja, Mannschaft. Wir müssen erstmal einen Tag weiter simulieren, glaube ich. Damit erstmal, ja, keine Ahnung, Testrot geht, die neuen Spieler kommen, vielleicht White Nail Line. Müsste ja eigentlich vorbei sein, weil... oder nicht vorbei sein, weil wir eben die ganzen Leute 2 Jahre verliehen haben. Wir gehen mal ganz kurz, Erhöhung des Transferbudgets. Genau, das ist auch interessant. Was ist unser Transferbudget? Büro, wir gehen hier 6 Millionen. Leute, dieses Jahr Aufstieg oder ins Knie. Wir gehen in die Mannschaft rein. Wir gucken erstmal, wen möchte ich verkaufen. Wir müssen wahrscheinlich die besten Spieler verkaufen, ne? Ich werde sie nicht auf die Transferliste setzen, wenn Angebote kommen, okay. Im Tor Strezel und Golz, wunderbares Duo. Wenn dann ein Angebot für Golz kommt, müssen wir leider abgeben. Natürlich nur für bessere, bei besseren Vereinen. Also da passt auf jeden Fall alles. Links haben wir nur Bueno, da bräuchten wir so einen, der vielleicht eine 70er Gesamtstärke hat. Müssen wir schauen, Innenverteidigung. Haben wir Cvetinovic, Malone und Lorenz. Malone ist noch gut, Lorenz läuft der Vertrag aus, würde ich aber verlängern, weil ich merke schon, das ist so ein treuer Spieler von Ingolstadt, der wird auf jeden Fall bleiben. Da können wir vielleicht Malone verkaufen, eventuell ihn auch behalten, oder wir kaufen Ciao Dia und noch jemanden, der so eine 70 hat. Wäre natürlich schon wichtig, rechts haben wir nur Panthea und Hoppe. Mir ist aufgefallen, Hoppe, der ist so viel wert, der ist ja auch 21. Junge, behalt ihn, da haben wir auch wieder zwei Leute, perfekt. ZDM, Fröde und Lixandro passt auch. Natürlich, wenn wir Spieler verkaufen oder Angebote bekommen, muss ich die verkaufen. ZM. Haben wir Keidel, Kanoric, Kayo und Besuschkow. Kayo habe ich nicht viel spielen lassen, aber er hat nicht gemeckert, deswegen alles gut. ZDM haben wir Deichmann und Groß, den werde ich auch auf die Leihliste setzen. Musi, können wir mal ganz kurz schauen, Entwicklungsplan, kann er endlich jetzt Stürmer spielen oder noch nicht? In 5 Wochen kann er das, okay, dann können wir den umformen, sehr, sehr stark. Heike werde ich verkaufen, da ist auch schon ein Angebot da. Jetzt haben wir eben Musi, Kroning, Bokowski, da wäre einer schon wichtig. Ranos hat leider nur 64, aber man könnte ihn trotzdem kaufen, ne? Verträge eben von Lorenz Kayo werden wir verlängern. Da können wir direkt gucken, dass es auf jeden Fall klappt. Wir machen hier mal 5.500. 3 Jahre Freigabe, so möchte ich aber nicht. Den nehme ich raus. Bei Lorenz mache ich dann genau das Gleiche. Verträge sind verlängert, das ist sehr gut. Ich möchte noch mal ganz kurz schauen. Freigabesumme, hat das jemand hier in diesem Team, der vielleicht wichtig ist? Ne, die haben wir alle rausgenommen. Sehr, sehr schön. Ja, Transfers. Wir gucken mal direkt drauf, ob wir da Angebote haben. Also Angebote müssten wir haben. Genau, zum Beispiel von Twitter. Tim Heike. Ich werde jetzt aber nur noch die ganzen Sachen hier simulieren, also delegieren heißt das hier. Was verlangen wir denn? 800.000 und 550.000. Da wäre es gut, den Marktwert zu wissen, ob wir wissen, ob wir überhaupt gut dabei sind oder nicht. Ja, das Team. Was machen wir, Leute? Wir brauchen, was habe ich denn jetzt gesagt, was wir auf jeden Fall brauchen? Innenverteidiger und was war es noch? Linksverteidiger, genau. Innenverteidiger, Chiaro Dia wäre eine Möglichkeit, möchte sich neu orientieren, ja, das jetzt kommen dann die Probleme, ne? Asnu ist halt genau das gleiche, sind die ganzen Bundesligaspieler, die nicht zu uns wechseln möchten. Sut hat eine 72, wäre halt richtig interessant, ne? Ja, ich würde einfach mal sagen, Leute, ich gucke mich hier ein bisschen um, vielleicht schaffe ich es auch mit Laien irgendwelche Spieler zu holen und ich zeige euch dann einfach, wenn ich hier fertig bin, was ich dann alles gemacht habe. Mir ist alles so scheißegal, ich will aufsteigen. Lino Tempelmann kommt für 1,2 Millionen. Ich habe meine rumänischen Kontakte wieder spielen lassen. Adrian Sut, 72er Gesamtstärke, 2,3 Millionen. Kiel Vietjen, wenn sie nicht neu orientieren möchten, dann kaufen wir sie eben per Laie.
Ein Jahresleihe mit Kauf 2,5 Millionen. Müsste vom Geld her gerade so noch reichen, ne? Gut, Veti muss erstmal die Leihe akzeptieren oder der BVB. Müssen wir halt schauen. Aber Sut und Tempelmann werde ich jetzt erstmal holen. 4 Jahre Vertrag, wichtig, keine Freigabesumme. Einstiegsbonus 59.000, Gehalt möchte er 6.600, das akzeptiert er. 2 Jahre möchte er noch Vertrag, Schlüsselspieler, keine Freigabesumme. 55.000 Einstiegsbonus, 8.800 Gehalt. Ihr seht, Budget wird nicht reichen, ne? Wir müssen erstmal Spieler verkaufen. Gut, Kiel wird ihn noch nicht akzeptiert. Sut akzeptiert, damit haben wir die beiden Spieler schon mal verpflichtet und jetzt muss halt verkauft werden. Hab vergessen, wir haben noch die beiden Jugendscouts. Die können wir auch nochmal wegschicken. Wo schicke ich jetzt die mal hin? Ja, komm, Südamerika. Ich habe immer Bock auf Argentinien und Bolivien. Beide. Argentinien, Bolivien, sage ich schon. Argentinien, Brasilien. Machen wir erstmal Argentinien Stürmer, ZOM, Zentralmittelfeld und Zentraldefensiv. Das akzeptieren wir und überspringen wir so einen Starten, genau, und dann machen wir beim Wagner halt eben die Defensive, auch Südamerika, der darf Brasilianer so, gut, Brasilianer und Abwehr, bisschen komisch, aber okay, Innenverteidiger, Linksverteidiger, Rechtsverteidiger und gib mir vielleicht mal so einen Flügelspieler, vielleicht können da einige dribbeln, was mir nichts bringt, weil ich nicht dribbeln werde, aber ja, die kommen jetzt immer am 4., nicht am 1., ich finde es immer unsatisfying, aber ich kann es nicht ändern, ja, und jetzt würde ich sagen, noch 1 Million, jetzt mal Spieler verkaufen, mal gucken, wenn Transferangebote kommen, das sind schon Angebote da, mal gucken. Kiel Veten ist jetzt da, wir können die Freigabe somit ziehen, sobald wir das Geld haben. Musi, Transferangebot, AS Saint-Étienne, das gefällt mir irgendwie nicht. Wir gehen mal rein, mal gucken, was die bereit sind zu zahlen. Nein, dritte Liga mit Ingolstadt oder Liga mit AS Saint-Étienne. 6 Millionen, der hat einen Marktwert von 3,2 Millionen, sie akzeptieren das. Oh Mann, tut das weh. Oh Mann, tut das weh. Alter, mein Herz ist gerade wirklich gebrochen, ne? Aber das wird uns so viele Möglichkeiten geben, neue Spieler zu kaufen, ne? Ja, jetzt brauchen wir halt noch einen Linksverteidiger, einen Innenverteidiger und dann wahrscheinlich 2 Stürmer, wenn er geht. Müssen wir mal gucken, wenn die verkauft werden. Wir können das Vorbereitungsturnier wählen. Ich habe in der letzten Saison, glaube ich, das mit den meisten genommen. Nehmen wir jetzt das mit dem wenigsten Preisgeld. Was sind hier für Gegner dabei? Okay, hier sind einige nicht so gute dabei. Hier ist der Cast aus der zweiten Liga. Hier sind einige niederländische Erstligisten dabei. Hier auch Fake Menu dabei. Maritimo ist es, glaube ich, oder ne, Madeira. Ah, hier ist Lech Posen, auch ein, ja komm, ich würde sagen, European International Cup, 1,27 Millionen Preisgeld. Ja, es geht los. Was habe ich denn eigentlich noch in der letzten Folge gesagt? Das Traumduo zwischen Musi und Borkowski, jetzt gehen wahrscheinlich beide. Heike kriegt ein Angebot, 690.000, akzeptieren wir. Dennis Borkowski, mal gucken, was die zahlen. Wir konnten 2,35 Millionen akzeptieren oder bis dahin gehen, jetzt akzeptieren sie 3 Millionen einfach bei einem Markt von 1,6 Millionen. Wir haben allein durch die Spieler fast 10 Millionen. Boah, wir brauchen jetzt 3 Stürmer, Alter. Ja, mal gucken, was das wird. Wir sind beim Spiel gegen die Go Ahead Eagles. Wir haben nochmal 3 Angebote. Da gucken wir nochmal ganz kurz rein. Die können wir delegieren, vor allem hier für Matti Groß. Ja, Sturm Graz, Schweiz wäre nicht schlecht. Portland, Amerika. Tob dich dort aus mit 17. Groningen. Nein. Ich kann jetzt nicht alle Stürmer verkaufen. Ich habe keine Stürmer mehr. Ich habe jetzt extra nochmal richtig gescoutet. Wir haben hier auch nochmal die 4 Mails und ihr werdet sehen. Borkowski geht für 3 Millionen zu Darmstadt. Heike zu Hermannstadt 690.000 und Musi geht zu der AS Saint-Étienne. Wir können mal ganz kurz schauen. Ich denke mal, wir haben jetzt so 10, 11 Millionen müssen wir schon haben. Ne? Wir haben 10 Millionen. Wie viel haben wir denn genau? Wir haben jetzt 10, 9,5 Millionen. Jetzt rechnen wir nochmal so 2,5 Millionen weg, weil wir Kiel, Veten, jetzt auch noch fest verpflichten können. Und ich werde das, glaube ich, auch machen. Weil, warum soll ich das nicht machen? Wir werden noch ein bisschen weiter simulieren, bis alle gescoutet sind. Und dann werde ich euch eben die Spieler zeigen, die wir dann verpflichten werden. Ich will nochmal zeigen, wie ich das Team jetzt eben aufstelle. Und zwar wird es so sein, dass Lino Tempelmann im ZOM spielen wird, den werden wir umformen. Sut dann Innenverteidiger. Veten habe ich mir überlegt, werde ich dann einsetzen für Kanuric, weil er halt eben jünger ist. Und so ist erstmal das Team, wie ich starten möchte. Ich möchte natürlich nochmal einen neuen Linksverteidiger. Auf jeden Fall 3 Stürmer, die brauchen wir. Jetzt muss Deichmann halt eben Stürmer spielen. Wir gewinnen trotzdem mit 1:0, weil Lixandro trifft. Fortuna Sittard ist der nächste Gegner. Wir haben wieder 3 Angebote. Gucken wir mal. Fröde, Bodo Glind. Weiß ich nicht. Wir gucken erstmal hier. Matti Groß. Ja, ich akzeptiere beide. Entscheide du einfach selber, wo du hingehen möchtest.
Jetzt, ja, Lukas Fröde können wir nicht verkaufen, ne? Weil ich ja eben Sud jetzt als Innenverteidiger spielen werden lasse. Ich glaube, ich habe jetzt nur Lisandro als zentraler defensiver Mittelfeldspieler. Kann sein, dass ich einen umgeformt habe, dann war das ein Fehler, hätten wir auch verkaufen können. Fortuna Zitat, nächstes Spiel in die Schnellsimulation 1:1 bei uns auf Kroning, bei Fortuna Zitat Sierhuis. Jetzt ist das Spiel da gegen Korkreit. Wir sind gerade Erster, oh bitte kriegen wir das Geld, das wäre wichtig. Nein, Golds Angebot von Cardiff, ich drehe durch. Oh nein, ich will es nicht angucken. 2,7 Millionen. Mal gucken, was wir rauskriegen. Ich werde richtig viel verlangen. 4,2 Millionen haben sie abgelehnt. Sie waren aber gut dabei, um es zu akzeptieren. Wie gesagt, meine Spieler werde ich nicht verschenken. Hier müssen noch einige gescoutet werden. Dann warte ich eben noch, bis die ganzen Spieler fertig gescoutet sind. Korkreit, der nächste Gegner. Wir sind auf Platz 1. Wenn wir jetzt gewinnen, haben wir das Preisgeld drin. Außer Madeira, da gewinnt halt richtig hoch. Oder wir werden hier geschlagen von Korkreit. Dann haben wir eben das Preisgeld nicht gewonnen. Das wäre richtig wichtig, die paar Millionen mal mitzunehmen. Wir verlieren leider gegen Korkreit. Damit gewinnen wir eben kein Preisgeld. Ich habe nur das Logo gesehen, dachte schon Zweitligist als ersten Gegner. Aber nein, es ist Hannover 2. Lorenz von Köln, nein! Oh, bitte nicht. Wir können Spieler umformen. Ja, sehr, sehr schön. Auch interessant, ich kann bei Sud keinen Innenverteidiger auswählen als mein Gott, wie heißt denn? Als Position, die man ändern kann. Ich glaube, man muss erst Innenverteidiger Profi werden und dann kann man ihn umformen. Das ist, glaube ich, neu in dem Teil. Was wollte ich jetzt machen? Genau, Lino Tempelmann wird jetzt zentral offensiver Mittelfeldspieler. Sehr, sehr schön. Dann machen wir ihn als unsichtbarer Stürmer. Das sollte passen. Kanuric ist defensiver Mittelfeldspieler. Mann, hätte ich doch den guten Fröde verkaufen können. Was machen wir bei ihm? Tiefstehender Motor, denke ich, sollte passen. Und mehr können wir nicht machen. Deichmann hat jetzt eine neue Rolle. Das ist sehr schön. Ja, jetzt gucken wir eben die Angebote an für Lorenz. Oder das Angebot für Lorenz, bevor wir ins Spiel reingehen. Mal gucken, vielleicht können wir neue Spieler jetzt verpflichten. 1,35 Millionen. Ist halt Köln, wir müssen mal reingehen. Also meine Spieler verschenke ich da noch nicht. 2 Millionen war echt nicht viel bei einem Marktwert von 1,2 Millionen. Die Spieler sind gescoutet. Ja, wir müssen reinstarten. Wo? Ich würde erstmal sagen, Linksverteidiger ist eine wichtige Position. Wer wäre denn da in Frage? Philipp Treu natürlich. Der würde nur 2,0 Millionen kosten. Ja, auch gut formuliert von mir. Aber so richtig kommt vielleicht noch Finkgräfe. Aber der ist halt erst gewechselt. Ja, okay. Derrick John Merkin. 1,5 Millionen mit einer 71. Ja, ich suche mir jetzt einfach mal ein paar Spieler raus und dann zeige ich euch die, die wir eben verpflichten werden. Jetzt wird es mal richtig interessant. Wir haben hier so viele Angebote. Popescu hat abgelehnt bei 1,8 Millionen, da werden wir nochmal reingehen. Ja, wir können jetzt hier Jatta, Chiarodia und Ranos leihen. Eben auch mit Kaufoption natürlich. Hier waren es, wo sehe ich das dann? Wahrscheinlich wieder hier, ne? 2,2 Millionen, Chiarodia waren es 2,35, für Ranos sind es nur 1,5 Millionen. Engelhardt vielleicht noch verpflichten, mal gucken. Wäldchen und Jerry John Merkin werde ich fix machen, 1,55 und eben die Freigabesumme oder die Leihkaufoption, wie auch immer, für Kiel Wäldchen 2,5 Millionen. Die beiden machen wir erstmal fix. Kiel Wäldchen, 5 Jahre wichtig, keine Freigabesumme, 12.000 Gehalt, 110.000 Einstiegsbonus, er möchte 12.500, kriegt er und damit haben wir ihn jetzt fest verpflichtet. 2 Jahre Schlüsselspieler, keine Freigabesumme, er möchte ein Gehalt von 6.200, Einstiegsbonus 41.500, Gehalt 7.000 kann er gerne haben und damit haben wir jetzt Kiel Wäldchen und Derry John Merkin verpflichtet. Dann wird die Startelf jetzt genau so aussehen, links kommt einmal Derry John Merkin rein, dann, ja gut, wo ist er denn hier? Wäldchen müssen wir jetzt nicht reinpacken, der ist im ZM, das passt, aber hier ist wieder irgendwas verschoben. Lino Tempelmann muss ins ZM, da kann es jetzt ja eben spielen. Kanuric ist jetzt ZM mit Lisandro, wobei, dann können wir Wäldchen reinpacken. Ist ein neuer Stammspieler, da kann sich ja gut verbessern, 19 Jahre. Müssen wir noch warten, bis die Leihangebote dann durchgehen und dann haben wir doch mal eine richtig gute Mannschaft. Der erste Test ist halt jetzt gegen Hannover 2.
Ich überlege, in die Höhepunkte reinzugehen, aber das muss doch in der Schnellsimulation eigentlich klappen. Gehen wir mal rein und wir gewinnen mit 2:1, sind damit in der Runde weiter. Busch trifft bei Hannover 2, bei uns Deichmann und Sutt. Engelhardt oder Osnabrück hat akzeptiert 1,6 Millionen. Den können wir auch fix machen. Ich hoffe, dass die bei 3 auch noch gehen. Das wären, wo sieht man das jetzt schon wieder? Hier drüben. 2,2 Millionen. Hier sind es dann 4,5 Millionen, 5, 6 Millionen und halt eben nochmal 7,6. Ich glaube, Ranos werden wir nicht verpflichten. Jatta, Engelhardt sind erstmal die wichtigsten Spieler. Wie ging der schöne Spruch? If you can't beat them, buy them. Mit dem hatten wir ein paar Probleme. 4 Jahre Vertrag, wichtig, keine Freigabesumme. Wir holen neue Spieler ist sehr, sehr schön. Einstiegsbonus 55.000, Gehalt 5.300, 6.400 und damit haben wir Erik Engelhardt. Wir sind beim Spiel gegen Wiesbaden, haben aber noch Aufgaben zu erledigen. Keitel hat ein Angebot bekommen, wieder aus der Ligue 1, von Angers, aber das werde ich ablehnen. Keitel möchte ich hier behalten. Ja, ihr seht da unten wahrscheinlich schon die Leihdeale, sind alle durchgegangen. Jetzt kommt es halt eben dazu, wen verpflichten wir fest. Wir gehen ins Teammanagement rein. Gucken wir ganz kurz, nicht ins Teammanagement, in die Teamzentrale. Ich werde auf jeden Fall erstmal den Jatta, den aus der Schweiz, fix machen, weil wir noch einen Stürmer brauchen auf jeden Fall. Wo gehe ich denn hier die ganze Zeit rein? Taktikvorlage, auch schon wieder falsch. Wir müssen hier in die Teamzentrale, genau. Bei Grant, Leon, Ramos bin ich gerade noch so ein bisschen am Überlegen. Ich finde ihn gerade nicht so wichtig. Ich würde erstmal sagen, ja, da gucken wir, den verpflichten wir. Und dann mal gucken, wie viel Geld noch übrig bleibt. Tatsächlich konnten wir nur Sedi Jatta verpflichten. Ihr seht, 7.410 Euro Gehalt. Wir haben keinen Cent mehr. Ich müsste vielleicht Striezel, überlege ich gerade, zu verkaufen, ne? Um den eben dann einen günstigeren Torhüter zu kaufen, ne? Der ein bisschen schlechter ist, dass wir halt da eben ja, gut durchtauschen können. Sturm sieht jetzt so aus, Engelhardt. Und links dann Jatta. Sehr, sehr geiles Team. So sieht das Team aus. Auf jeden Fall verbessert, würde ich sagen, zur letzten Saison. Wir haben jetzt viele Auswechselspieler. Das ist sehr gut. Kanoric darf mal hier rüber. Früde könnten wir verkaufen, ne? Jetzt haben wir 3 ZDMs. Den brauchen wir eigentlich nicht mehr. Deichmann kommt ja noch rein. Dann haben wir Keitel, Kanoric, Cvetinovic, Hoppe. Da packe ich aber nochmal Chiaro Dia rein. Gut, es haben halt Spieler eben ausgeliehen. Auch nicht schlimm. Ja, ich packe mal Striezel und Früde auf die Transferliste. Vielleicht noch Malone und Kayo. Und vielleicht können wir die noch verkaufen, um dann eben die ganzen Spieler, die wir noch fest verpflichten möchten, fest zu verpflichten, ne? Weil wir gehen ja so gesehen dann einen Innenverteidiger ab, für halt einen Innenverteidiger. Florian Striezel kommt auf die Transferliste, dann, ich überlege mal Loan, ne? Aber ich liebe ihn halt so sehr. Ich setze ihn mal drauf, vielleicht kommt ein gutes Angebot, dann Hoppe auf jeden Fall auch nochmal drauf und Fröde. Und ich glaube, genau, Kayo dann auch noch. Vielleicht kommen noch ein paar Angebote, die für zu verkaufen. Wäre auch nochmal gut. Hier Kayo darf auch nochmal auf die Transferliste. Aber ansonsten denke ich, werden wir keinen verkaufen. Das passt, denke ich, ja. Und dann würde ich sagen, Leute, wir sind jetzt beim Spiel gegen Wiesbaden. Das war's von dieser Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Ne? Ihr könnt die Glocke aktivieren, dass ihr keine Videos mehr verpasst. Das ist mir, Jungs. Haut rein. Bis dann und tschüss.